Hallihallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Flugbegleiter-Video. Ja, ich habe hier mal wieder jemanden an meiner Seite. Hallo. Ja, wir fliegen heute, ich habe es ein paar Videos vorher schon erwähnt, nach Tokio. Ja, das erste Mal für dich. Ja, Niklas wollte da eigentlich unbedingt hin, weil ich habe letztes Mal, also ein paar Videos vorher, so Retro-Games angeschaut und gefilmt. Und da habe ich gesagt, ja, Niklas, besser ist, glaube ich, wenn du selber mitkommst. Und deswegen ist er jetzt heute dabei, dann machen wir auch noch ganz viel Sightseeing natürlich. Und ich freue mich mega, dass du mitkommst. Freue ich mich richtig stark. Der Flug geht ungefähr nach hin 12 Stunden, zurück ungefähr 14, 15 Stunden. Ist dann auch der längste Flug für dich. Ja. Und ja, freue ich mich echt, dass Niklas dabei ist. Genau, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß hier beim Tokio-Video. So, Niklas ist schon gerichtet hier, schön für den Flug. Hallihallo meine Lieben, willkommen in Tokio. Richtig lustig, und Mama hat mir hier immer kleine Zimmer, aber als ob sie es gewusst hätten, habe ich hier zwei Betten. Ja, ich zeige schnell die Roomtour und ja, dann geht's weiter. Also hier kommt man rein, das ist ja eigentlich so wie letztes Mal. Hier ist der Niklas, wo ist er? Versteckt sich. Hi. Ne, richtig cool. Ja, wir haben ja so Pyjamas, hatten wir letztes Mal auch. Letztes Mal hatte ich, glaube ich, noch Schlappen, aber irgendwie sind heute keine da. Und die Aussicht ist auch jetzt traumhaft. Richtig lustig. Also so ab und zu sieht es eigentlich aus, als ob das Wetter schlecht ist, weil hier gerade so ein bisschen den Taifun vorbeizieht. Aber so ist das Wetter eigentlich ganz geil, auch jetzt mit Sonne. Mega. Also wenn es so bleibt, die nächsten zwei Tage, wäre es traumhaft. Ja, die Freiheitsstatue da unten sieht man auch. Da laufen wir dann nachher mal noch hin. Und ja, sieht cool aus. So, Bad noch schnell zeigen. Das ist ja immer lustig. Ah ja, I like it. Tada! Ja, Schatz, jetzt erzähl mal, wie war denn der Flug? War der lang oder ging's? Ging. Ging? Ja. Ich fand auch, das ging. Also es geht jetzt gleich los. Wir müssen uns echt dran halten, dass wir nicht müde werden, weil wir machen ja jetzt komplett die deutsche Nacht durch. Wir haben jetzt, ich glaube, ich darf es gar nicht sagen, wahrscheinlich 3 Uhr oder 4 Uhr nachts. Gehen jetzt, ohne uns hinzulegen, also lege ich mich immer hin, gehen wir jetzt raus, weil wir ja ein straffes Programm haben. Und der Plan ist jetzt erstmal, wir fahren nach Shibuya, schauen uns die Kreuzung an, können in Shibuya noch, wollen was essen gehen wahrscheinlich, noch was anschauen. Da hat es einen richtig krassen Starbucks. Da gehen wir noch reinkaufen den Kaffee. Dass du es auf jeden Fall schaffst. Ja, und dann, je nachdem, wie es zeitlich passt, war um 16 Uhr haben wir den Termin in dem Eulencafé, müssen wir nach Akihabara oder so, da wo auch deine Gameläden sind. Also dann können wir da in den Gameläden noch ein bisschen rumschauen, anschauen. Der Yen ist anscheinend gerade sehr schlecht, also es würde sich lohnen, Sachen einzukaufen. Da müssen wir natürlich trotzdem gucken, auch bei Uniqlo, da, das liebt Niklas, den Laden. Manche Kollegen gehen jetzt nur shoppen, dieses Layover. Aber wir haben hier ein Uniqlo direkt beim Hotel. Da schauen wir wahrscheinlich heute Abend mal rein. Dann würde ich halt noch um 18 Uhr ungefähr, geht die Sonne unter. Dann will ich da noch irgendwo hoch, dass wir noch eine Aussicht haben auf eine Rooftop. Und ja, das waren, glaube ich, so die wichtigsten Punkte. Auf mehr nehme ich euch mit. Schau mal, leg mal los. Hier haben die jetzt dekoriert für eine Hochzeit. Wow. Schon schön aus. Wir überlegen gerade, ob wir noch schnell Eis essen sollen. Ist toll, ich liebe das ja immer. Hier gibt es so viele Brötchen da, in die man, das sind so fluffy Brötchen. Aber Niklas will jetzt noch keinen kaufen. Geil. Also auf geht's mit den Öffentlichen nach Shibuya. Da lebt, oder da ist auch so eine Statue von dem Hachiko-Hund. Ich freue mich einfach so, das Eis Niklas zu zeigen. Das ist immer so schön. Gell, Schatz? Ja. Du bist auch der Erste, der jetzt mit nach Tokio, nach Japan kommt. So cool, da ist einfach der Strand und der ist bei uns da beim Hotel. Das ist schon cool. Hachiko Gate. Leute, es regnet einfach. Es regnet einfach, aber es geht noch. Ein bisschen traurig. Also da ist der berühmte Hachiko-Hund und Leute, irgendwie ist da heute eine Riesenschlange. Krass. So, also wir sind jetzt hier an der bekannten Kreuzung Shibuya. Wir laufen hier natürlich über den Hauptstreifen hier quasi. Müssen wir jetzt auch kurz warten und dann gehen wir hier in den Starbucks rein. Das waren auch fast alle, wie man auch sieht, das sind voll viele Leute schon. Und dann schauen wir uns das Spektakel mal von oben an. Warte, wie cool, es gibt einfach jetzt eine Japan Summer Edition Tasse. Kaffee.
richtig cool, ein Stockwerk höher. Kann man einfach für 10 Euro trinken. Das finde ich einfach mega. Also es ist richtig krass, das sind ja alles so bezahlte Sitze. Aber beim nächsten Mal gehe ich einfach eine Etage höher. Ich finde das viel cooler. Wir sind von Shibuya weg und laufen jetzt zu einem Ramenladen. Wir haben gerade so einen Mann kennengelernt, der hat uns dann den empfohlen. Das ist so eine Kette. Hier ist es Ichiran Ramen. Das ist halt so ein bisschen eine Kette und geht halt schnell. Ist ein bisschen Fast Food, aber passt jetzt im Moment für uns. Genau. So, tadadada. Hier war ich ja auch schon mal. Aber cool, oder? Cool! Schon richtig schön mit solchen Riesenbäumen. Und jetzt sind wir hier beim Meiji Jungschrein. Schön. Also wir haben ziemlich Glück jetzt eigentlich. Also es regnet immer nur so ab und zu. Aber es ist halt übel, die Luftfeuchtigkeit. Und ihr seht schon, ich habe richtig volumige Haare. Aber es ist cool. Jetzt schauen wir hier noch hin. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es sind einfach so Gebetskarten oder so Sprüche oder so. Oder Wünsche. Schau mal hier. Das ist auf Englisch. For Uncle Chan. Good health is good health, happiness, so much love, family, we love you. Karen und Dallin. Ich glaube auch, da kann man das kaufen und hier ist dein Wunsch hinhängen. Und dann beten vielleicht Leute dafür. Weiter geht's. Next Stop ist in Harajuku. So eine Take. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie die heißt. Takeshita Street. Und ja, die ist richtig crazy. Ich hoffe, dass da jetzt schon was abgeht. Weil wir haben ja jetzt irgendwie mittags, wir haben jetzt 1:15. Genau, da laufen wir dann durch, dann gehen wir Ramen essen, das haben wir jetzt nach hinten verschoben. Dann fahren wir zum Akiharaba, zu deinen Gameläden. Und dann gehen wir noch ins Eulencafé. Ah, jetzt regnet's übel. Und wir haben echt den Schirm vergessen im Hotel, richtig dämlich. Ja, also wir schauen jetzt mal, ob wir noch irgendwo einkaufen können. Aber echt dumm. Jetzt haben wir auch gesagt, wir ändern den Plan, gehen zuerst Ramen essen. Das ist nur 500 Meter von hier entfernt, aber ja, regnet halt voll. So, ich kaufe jetzt einen Schirm, ist so lustig. Jeder kauft einen Schirm. Schaut mal, wer einen Schirm hat. Wir. Jetzt gehen wir da Ramen essen, das ist eine Kette und wir müssen einfach hier in der Schlange warten, was hier so abgeht. Ja, schauen wir mal, ob es sich lohnt. Wahrscheinlich schon. Ein schöner LKW, richtig cool. Also hier kauft man das, kriegt ein Ticket und dann gibt es drinnen. Also richtig cool. Das haben wir hier bestellt. So, und das ist dann das Ticket. Ja, voll cool. So richtig fancy. Jetzt mussten wir hier noch alles auswählen, wie wir was wollen. Da war immer schon sowas vorgegeben. Wir haben uns jetzt tatsächlich für das alles entschieden. Wir wollten mild spicy und Nudeltextur ist medium. Und den Rest haben wir eigentlich fast nicht verstanden. Green Onion, Garlic, ja. Aber Richness und Dashi haben wir gar nicht verstanden. Und hier ist so ein Direction Board von freien Sitzen. Auch voll interessant. Okay, jetzt packe ich es nicht mehr. Das ist ja lustig. Damit haben wir nicht gerechnet. Witzig, Schatz. Weh, du störst mich hier beim Essen, gell? Ach so. Hey, so lustig, ich sag's euch. Man sieht hier niemanden und ich krieg hier immer Sachen hingestellt. Schon lustig irgendwie. Gerade jetzt hier das geöffnet, dass wir zusammen essen können. Witzig. Ja, und irgendwie das Ei kam ja schon an. Schatz hat einen extra Teller bekommen, weil wir uns das ja teilen, weil wir noch gar nicht hungrig sind. Hier kam Wasser raus, oder? Hast du Wasser bekommen? Nee. Ist bei dir Wasser drin? Dann hier, tada. Und irgendwo steht, we can speak with you. Ah ja, yeah, you can make your request without speaking. Call us. Und ich habe jetzt eine richtig lustige Karte dazu bekommen. Also wenn mir das Eck hier nicht gefällt, dann kann ich einfach die Karte meinem Assistenten hinschieben. Das ist ja wirklich richtig cool. Hier kann ich nämlich die Karten ihm immer hinschieben. Und hier steht zum Beispiel drauf, it's noisy. Hier. I don't know ordering the process. I'm leaving my seat for a moment.
I'd like a kind bowl and utensils. Kids bowl. Schatz, wir machen jetzt auch so Schilder und dann kann ich so mit dir kommunizieren, okay? Und Niklas meint jetzt gerade, wenn man hier isst, machen die so den Rollladen zu. Witzig. Ja, man ist da, das war ein Film. Unsere Ramen sind da. Zurück vom Ramen essen. Es war so lecker, sehr delicious, wirklich gut. Jetzt gehen wir in die Takeshita Street, so heißt sie glaube ich, durch die Fancy Street. Wow! Okay, crazy! So, neues Update. Wir sind jetzt hier in dem Elektroviertel, also Akihabara, und schauen jetzt nach dem Niklas seinen Game-Läden. Aber nur ganz kurz, weil wir schon in einer Dreiviertelstunde zu dem Eulencafé gehen, aber das soll anscheinend auch hier in der Nähe sein. Und ja, Müdigkeit, die kickt gerade richtig rein. Also ich bin ja müde. Niklas und ich, wir wechseln uns da so ein bisschen ab. Aber ja, man ist schon ganz schön fertig. Haha, wie witzig. Danke, Akihabara. So, Schatz. Einfach so lustig, Leute. Genau das gleiche Bild habe ich einfach vor 3 Monaten gedreht. Da war ich einfach schon. Schatz, soll ich dir erklären, wie es hier... Ja, soll ich dir erklären, wie, was, wo? Ja, geh mal hier rein. So cool, die Straße. Niklas voll im Paradise. Wir haben jetzt auch schon lauter Leute gesehen und gehört, die Deutsche sind. Witzig, oder? Aber man muss schon sagen, Niklas schaut ja eigentlich nicht für sich nach Spielen, sondern für seinen besten Freund, der nämlich solche Spiele sammelt. Schatz, du musst kurz jetzt Feedback sagen von den Game-Lernen. Also? Ja, viel zu teuer halt. Viel zu teuer! Aber trotzdem cool. Ja, wir haben leider jetzt nicht mehr so viel Zeit, deswegen gehen wir jetzt zum Eulencafé. Sind wir gespannt. Ich hoffe, ich habe den richtigen Laden jetzt. Also ich habe es vom richtigen Laden gebucht, weil ich habe es ja schon bezahlt und so. Und jetzt der erste Laden, der Book-Off-Laden. Die sind immer billiger, das habe ich auch im Internet so gelesen. Aber in dem Laden, wo wir jetzt waren, der ist cooler, aber es ist nicht mehr billiger. Also, Niklas hat gemeint, viel zu teuer, viel zu teuer. Also, eigentlich sind wir gleich da, aber das ist irgendwie immer so unscheinbar. Sollen wir das so suchen, okay? Das will er eigentlich gar nicht sein. Aber ich habe gesagt, Igel habe ich schon durch. Schweinchen auch. Eule fehlt noch. Ja, und meine Eule heißt Mr. President. Ob das Zufall ist, weiß ich nicht. Niklas, seine heißt Little Sushi.
bin zu fett. Hast nicht redet, gerade so einen lustigen Move gemacht. Ja, die kackt bestimmt gleich. Nein. Es ist so geil. Meiner macht's auch. Nächster Stop, wir schauen jetzt nochmal in den dritten Gameladen. Und ja, das Eulencafé. Was sagst du, Schatz? Ja. Ja. Also ist es halt schon ein bisschen Tierquälerei. In Deutschland wäre sowas nicht erlaubt. Muss man natürlich auch wissen, was man davon hält. Ich halt immer so Tokio halt immer alles zeigen. Ja, war jetzt spannend. War ich ganz cool. Also wir hatten beide halt eine Eule auf der Schulter sitzen. Niklas wollte eigentlich gar keine Eule, aber er hat einfach eine bekommen und seine Eule war so wild, die ist auch auf seinen Kopf geklettert und so. Ich hatte Mr. President, den durfte ich auch nicht anfassen und so. Aber ja, da saßen wir dann jetzt im Eulencafé eine Dreiviertelstunde, oder? Oder nicht so lang, 40 Minuten. Genau, jetzt geht's weiter. Aber immerhin sind wir noch nicht eingeschlafen. Jetzt sind wir noch hier in dem letzten oder im dritten Laden. Mal schauen, nachher gehen wir noch mal in den Book Off und gucken, ob wir da jetzt noch was finden. Ne? Ich finde es echt so wild, das sind hier immer so kleine Aufgänge. Oh, Mega Park 12. Aber ich bin ja überhaupt kein Gamer, also ich kenne mich gar nicht aus. Ja, gell? Ich habe schon gesagt gerade, ich habe es gefilmt. Ja, so sieht es halt in den Läden immer aus. Aber wie gesagt, ich bin ja kein Gamer. Wir gehen jetzt wahrscheinlich Shabu-Shabu essen. Wir wissen nur noch nicht, boah, Planänderung. Wahrscheinlich gehen wir jetzt hier essen. So, kurze Planänderung. Wir essen jetzt hier im Nudelrestaurant. Weil bei Shabu-Shabu war so viel los, da hatten wir keine Lust. Und ich hatte so Glück, ich konnte mein Handy laden in dem Restaurant. Kam schon mal der erste Teil. Zum Glück teilen Niklas und ich uns alles, weil die Suppe ist riesig. Schau mal, warte, ich muss den Vergleich zu dir, man sieht es jetzt gar nicht, aber neben deinem Kopf, das ist riesig. Ja, aber hallo, allein hätte ich das jetzt nicht geschafft. Und wir kriegen noch Reis dazu und nochmal irgendwas, gell? Das kriegen wir noch dazu. Wie mega, ohne Witz, das reicht uns, weil wir sind so gechatlaggt. Ich liebe das Herz, hat einfach auch so verschiedene Soßen. Und wir haben jetzt nochmal einen kleinen Teller bekommen. Da riecht gerade Niklas für mich was rein sortieren. Sehr geil. Oh, und wir haben einen ganzen Kanister Wasser, sehe ich gerade. Schmeckt richtig, richtig, richtig gut. Ich bin richtig happy. So, Leute, wir haben ein Programm, ich sag's euch. Jetzt nochmal bei Dunkelheit. Sind wir jetzt nochmal zu dem Gameladen gerannt, weil bei einem haben wir jetzt ein Spiel noch nicht gekauft, was wir jetzt noch kaufen. Und der hat jetzt nur noch bis, also 9 Minuten nur noch offen. Ich glaube, das ist er schon, oder der hier? Dann hopp rein. Es geht zurück. Ja, Niklas war jetzt erfolgreich oder wir waren erfolgreich. Ja, jetzt sind wir auch fertig und gehen jetzt heim. Tokyo by night. Also, das ist jetzt hier unsere Ausbeute gewesen. Ja, tada, ich zeig die mal vom Namen. Aber die Preise sind jetzt nicht mehr, also die waren anscheinend mal voll krass, dass die billiger waren hier in Japan. Aber jetzt sind die Spiele eigentlich auch gar nicht mehr billiger, also lohnt sich fast gar nicht. Vor allem, man weiß nicht, oder Niklas weiß nicht, ob man die Spiele überhaupt in Deutschland spielen kann. Also irgendwie ein paar gehen nicht so, die neueren, aber die alten würden vielleicht gehen. Also wir sind zurück und happy im Zimmer. Ja, wie war denn der Tag jetzt heute? Anstrengend. Ja, also es war cool, aber wir sind schon ganz schön fertig jetzt, gell? Also ganz schön müde. Ja. Aber ich denke, also ich erzähle vielleicht morgen noch mehr, aber ich denke, wir können trotzdem sagen, dass er erfolgreich war, weil wir übel viel gemacht haben. Also wir haben schon ein bisschen was jetzt gesehen. Angefangen heute mit Shibuya, dann sind wir Ramen essen gewesen, jetzt waren wir noch Nudeln essen. Also essenstechnisch haben wir auch was gesehen, obwohl wir eigentlich beide nie Hunger hatten, oder? Wo wir essen gegangen sind. Wir haben uns ja jedes Mal ein Menü geteilt. Weil es halt komplett die falsche Zeit ist. Dann, das war cool. Dann habe ich dir noch die Harajuku Street, dann haben wir den Schrein noch gesehen, wir haben sau viel angeschaut. Dann waren wir in den Game-Läden waren wir noch ein bisschen, dann waren wir in dem Eulencafé. Da haben wir sogar noch so eine Postkarte bekommen. Aber ja,
Ja, einmal gesehen ist okay. Niklas und ich sind da ein bisschen so, also ich glaube, du bist eher noch schlimmerer Meinung als ich. Und genau, jetzt sind wir hier. Und jetzt haben wir überlegt, was wir noch für morgen machen. Das Wetter ist ja leider nicht so gut. Wir haben ja zum Glück heute noch einen Regenschirm gekauft. Deswegen, ich wollte eigentlich morgen noch raus in die Natur fahren und wollte zum Mount Fuji gehen. Aber das ist nicht so eine gute Idee, weil leider halt es sich, glaube ich, nicht lohnt, weil halt nicht so schönes Wetter ist. Jetzt gucken wir noch morgen, aber ich habe noch ein Alternativprogramm für dich natürlich geplant. Und in Tokio kann man so viel noch anschauen. Und ja, dann würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Oder wir uns verabschieden von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich gebe mich selber einen Daumen, muss auch. Du musst einen Daumen geben. Selber einen Daumen nach oben freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüssi. So, ich wollte euch jetzt nochmal die Aussicht zeigen. So schön bei Nacht. Aber es hat jetzt schon wieder hier ein paar Tropfen hergeregnet. Jetzt müssen wir morgen doch noch irgendwo hoch, weil Niklas hat erst zu mir gemeint, man sieht doch eh nichts. Und deswegen sind wir jetzt, ich meine, wir waren auch jetzt echt fertig. Nirgendwo mehr hoch. Aber hallo, ich kann bis darüber schauen. Natürlich gehen wir morgen irgendwo hoch. Das ist dann der Plan. Wie schön.